Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. So, das ist heute aber kein gewöhnliches Let's Play, sondern eine Art Tutorial. Ich will euch einfach mal zeigen, wo ihr den Eid Krieger der Sonne findet. Und zwar müsst ihr dazu in die Untotensiedlung im zweiten Gebiet. Und von diesem Leuchtfeuer geht ihr dann einfach hier entlang. Ich habe jetzt den Weg schon mal ein bisschen gesäubert, dass wir da schneller durchkommen, dass euch die Kämpfe jetzt nicht anschauen müsst. So, einfach hier durch das Haus. Na, hier seht ihr noch Loot. Genau, dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr gleich hier runter springt. Oder halt den optionalen Weg hier runter geht. Genau, geht da einfach hier entlang. Und hier ist wichtig, hier geht man nicht rechts bei der Brücke entlang, sondern hier geht man links an dem Lagerfeuer weiter. Dann hier entlang durch den Torbogen. Immer schön aufpassen, dass die ganzen Gegner weg sind. Dass die euch nicht mehr stören. Dann hier in das Haus rein. So, und hier im Haus, ganz unscheinbar, links neben der Tür, ist ein Loch. Da reinrollen. Genau, und so schon seid ihr unten drin. Alles schön kaputt machen. Ich schaue mir immer noch alles an. So, tada! Krieger des Sonnenlichts. Genau, dann könnt ihr noch die Estus-Suppe trinken. So, und hier könnt ihr gleich den Shortcut aufmachen. Und schon seid ihr dann wieder hier in dem Gang. Also, wie gesagt, ich zeige euch den Weg nochmal, wenn man von hier kommt. Hier hoch, dann links neben der Tür, wo ihr reingegangen seid. Einfach hier reinspringen. Da befindet sich hier der Eidkrieger der Sonne. So, wenn das Video ein bisschen hilfreich war, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Oder auch einen Daumen nach oben. So, dann bedanke ich mich und dann sehen wir uns bald wieder in Dark Souls 3. Ciao, euer Andi.